Auf die Frage, wie viel Umsatzsteuer du als Kleinunternehmer nach § 19 Umsatzsteuergesetz bezahlen musst, gibt es genau zwei Antworten, nämlich eine gute Antwort und eine schlechte Antwort. Die gute Nachricht lautet, dass du als Kleinunternehmer nicht verpflichtet bist, auf deine Ausgangsrechnung, also auf den Nettobetrag, Umsatzsteuer hinzuzurechnen. Denn normalerweise musst du auf alle Rechnungen 19 oder 7% aufschlagen und musst dann am Monatsende oder am Quartalsende oder spätestens am Jahresende die eingenommene Umsatzsteuer an das Finanzamt weiterleiten. Kommen wir nun zur zweiten Nachricht, zur schlechten Nachricht. Denn indirekt wirst du weiter Umsatzsteuer bezahlen, nämlich auf alle Eingangsrechnungen, die du bekommst. Wenn dir also jemand eine Rechnung stellst, du tanken gehst oder du eine Telefonrechnung bekommst, wenn du ein Geschäftsessen hast, überall sind 7 oder 19% Umsatzsteuer enthalten oder besser gesagt aus deiner Sicht Vorsteuer. Denn normalerweise, wenn du regelbesteuert bist, also nicht Kleinunternehmer, kannst du das Geld entweder vom Finanzamt zurückerstatten lassen oder du kannst es verrechnen mit deinen eingenommenen Umsatzsteuern. Zusammengefasst also, musst du natürlich indirekt weiter Umsatzsteuer zahlen auf alle Produkte und Waren und Leistungen, die du einkaufst, wo du also Eingangsrechnung bekommst. Nur dein Kunde zahlt die Umsatzsteuer nicht, nur dein Kunde erhält eine Nettorechnung. Das bleibt so lange, bis du die 22.000 Euro überstiegen hast, beziehungsweise wenn du die im letzten Jahr nicht überstiegen hast, in diesem Jahr 50.000 Euro nicht überschreitest. Es bleibt also hier die Fragestellung, ob es tatsächlich ein Vorteil für dich ist, wenn du auf die Kleinunternehmerregelung optierst. Klar, wenn du wenig Investitionen hast, wenn du wenig Eingangsrechnung bekommst, also wenn es wenig Grund gibt, dieses Geld wieder zurückerstattet zu bekommen, dann kann es für dich Sinn machen, am Anfang oder wenn du im Nebenerwerb tätig bist, auf die Kleinunternehmerregelung zu optieren. Und das kann auch dann Sinn machen, wenn du überwiegend private Kunden hast, also ein B2C-Geschäft. Warum? Denn wenn du ein B2B-Geschäft hast und deine Kunden Unternehmen sind, dann können die sowieso die Vorsteuer auch wieder absetzen. Die zahlen so oder so letztendlich nur den Nettobetrag. Und wenn du bei dieser Entscheidung Unterstützung brauchst, also regelbesteuert oder Kleinunternehmer, oder du brauchst Unterstützung bei der Erstellung des Businessplans, des Finanzplans oder bei der Beantragung von Fördermitteln, dann gibt es noch eine gute Nachricht zum Schluss. Und zwar kannst du ein kostenfreies Erstgespräch buchen und wir prüfen auch nicht nur, ob wir dir helfen können, sondern ob sogar die Beratung förderfähig ist. In der Regel zahlen unsere Gründer nur 50% und viele sogar gar nichts, weil die gesamte Beratung förderungsfähig ist. Also sichere jetzt den kostenfreien Erstgesprächstermin. Du kannst dich einfach bei uns in den Kalender eintragen und dein Berater wird mit dir Kontakt aufnehmen. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Weisheit bei der Entscheidung, ob du als Kleinunternehmer startest oder ganz normal als regelbesteuert und du dafür aber sämtliche Vorsteuern, die du bezahlst, wieder erstattet bekommst oder verrechnen kannst. Viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.